Listen. Er ist wirklich sehr cool. Ich bin so dankbar, einen solchen Bruder zu haben. Er hilft mir immer. Er ist wirklich immer höflich, immer nett. Dickes Lob von Schwester Vicky. Und was sagt Guido Klatte selbst dazu? Jetzt nichts Falsches sagen am besten. Ich bin sehr auf dem Boden geblieben, zielstrebig. Ich liebe den Sport, den ich mache und habe einen guten Bezug zu meinen Pferden. Den besten Bezug hat er zu seinem Spitzenpferd, King Hai. Ich kenne ihn, seitdem er ein Fohlen ist. Er kennt mich, seitdem ich ja ein kleiner Junge bin. Er kämpft für mich, ich kämpfe für ihn und wir sind ja sozusagen wie beste Freunde. Mit seinem besten Freund war er in Omaha beim Weltcup-Finale. Aber auch da blieb er relativ cool. Ich habe das Glück, dass ich mir nicht zu viele Gedanken vor schweren Parcours mache. Wenn ich weiß, ich habe einen guten Partner unter mir, der das kann, der mir vielleicht auch in brenzligen Situationen hilft, dann kann man da, glaube ich, auch sehr gelassen rangehen. Sehr gelassen auf Platz 6 gegen die internationalen Stars. Nach Omaha ist ein Haken dran gekommen, war ein super Erlebnis. Ja, ich glaube, auf so einen Erfolg sollte man sich nicht zu lange ausruhen. Der deutsche Youngster in Omaha und die Familie zu Hause hat mitgefiebert. Nachts hat man das schon mal durchgemacht, um ihn zu gucken. Trotz allen Erfolgs, Guido Klatte ist weit davon entfernt, abzuheben. 2 Tage später ist er auf ein 4-jähriges Pferd von uns gestiegen und ist dann auch direkt runtergefallen. Ich glaube, das hat ihn genug auf den Boden geholt. King Hai hat noch Pause nach seiner USA-Reise. Nach Redefin hat Guido Klatte 3 andere Pferde mitgebracht. Zum ersten Mal ist er hier beim Redefiner Pferdefestival am Start. Ich bin sehr beeindruckt. Das ist ein super schönes Turnier auf einer super schönen Anlage hier. Ich bin natürlich auch ein Mensch, der gerne zu Hause ist, Zeit auch mit meiner Familie verbringt. Aber die Zeit auf dem Turnier finde ich schon am schönsten. Und am allerschönsten ist es im Redefin mit seiner Schwester Victoria.